Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von This War of Mine. Okay, letztes Mal waren wir in einem Haus und da sind wir am Ende zwar erwischt worden, konnten aber unbeschadet davonlaufen. Und wir haben eigentlich auch alles gehabt, was wir wollten, ne? So würde ich mal sagen, oder? Katja geht es viel besser, wir müssen nur das Auge halten und Bruno geht es offensichtlich nicht gut, er könnte ein paar Tabletten vertragen. Okay, dann müssen wir da was machen und das haben wir mitgebracht. Teile waren wichtig. Ja. Wir konnten ja noch nicht mal das Sägeblatt herstellen, was wir wollten, oder Wasser oder irgendwie sowas, ne? So, Bruno geht's nicht gut. Ist krank, erholt sich, leicht verletzt, erholt sich. Gut, aber Bruno geht erstmal Tabletten essen. Das dauert noch mit unserem Gemüse. Wir sind knapp mit den Lebensmitteln dann. Ja, Essen gab's da leider nicht. Krank, hungrig und traurig. Gut. Marin, geht mal hier hin. Ich glaube, wir brauchen auch unbedingt Wasser. Das heißt, wir bauen erstmal einen Filter. Um den da zu stopfen. Was ist mit ihm? Hungrig, leicht verletzt, traurig und müde. Er geht dann erstmal schlafen. Wie sieht's mit Katja aus? Katja ist nur verletzt, erholt sich. Bandage haben wir nicht mehr, oder? Wie war das? Nein. Okay, dann lass mal die Dame liegen. Und er ist fertig. Kann die reinbauen. Bruno macht noch was zu essen gerade. Kann nur noch einmal. Das ist schade, aber leider geht's nicht anders. So. Dann können wir auch auf Herstellen klicken. Ja, jetzt ist die Frage. Ja, wir lassen Bruno essen. Er hat sich selber gekocht. Zum Glück kommt da gerade der Händler. Wunderbar. So, Bruno geht schon nach unten. Katja ist die, die gut falschen kann. Deswegen steht die jetzt auch auf und geht zum Händler. So, das Wasser läuft. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir einen zweiten Wasservorrat da machen können, weil einer reicht definitiv nicht. Aber wir haben noch Essen, zweimal sogar, sehe ich gerade. Da stellen wir her, geht das, wo ist er, da ist er. Nee. So geht's, kann ich den daneben stellen, wunderbar, das würde ich dann auch gerne tun. Maren ist beschäftigt. Bruno ist am Husten, der kann sich jetzt aber auch sofort ins Bett legen, weil Katja falschen geht. Er ist noch weiter müde, ist leicht verletzt und auch hungrig. Wenn Maren das gleich aufgebaut hat, dann macht er erst noch einen Filter. Gut. Katja ist an der Tür. Nee, das war jetzt wieder falsch. Du baust den Filter. Und das waren auch schon, glaube ich, die letzten Teile dann, ne? So, jetzt Katja, falsch. Gut, was brauchen wir? Das ist die Frage, ne? Wir fangen mal von unten an. Haben wir, wie viel Munition haben wir? Eine Kugel nur noch. Wir bräuchten eine. Besser zwei. Feuerholz haben wir noch. Alkohol hat er dreimal mit. Hätten wir aber auch. Würde ich sogar verkaufen. Der hat ganz viele Teile und so, ne? So, jetzt müssen wir ihm was anbieten. Das reicht nicht, ist aber wohl schon mal ein gutes Angebot. Zahnräder hat er auch dabei. Wasser, wir brauchen Wasser. Wasser hat er aber leider nicht. Das Gemüse nehmen wir, weil uns das noch zu lange dauert. Das ist wohl ein Scherz. Das reicht nicht, brauche ich aber auch selber. Will ich gar nicht hergeben.
Feuerholz. Nee, mach ich nicht. Brauche ich selber. Zehnmal Zucker, das reicht nicht. Und siebenmal gut, wir können uns einigen. Für Essen und Patronen. Die Patronen sind schweineteuer und das will ich jetzt gar nicht machen. So, ich brauche hier noch. Einer geht noch. Geht noch ein Holz dabei? Nö. Den Zucker weg und den Alkohol weg. Tendenziell neige ich dazu, das zu tun, weil das andere, was wir da unten jetzt haben, wichtiger ist. Das handeln wir jetzt auch aus. Man kann das zweite, einen zweiten Filter setzen, der ist auch ganz wichtig gerade. Herstellen. So, Maren. Leicht krank, traurig, sehr müde. Der ist noch leicht krank. Ich glaube, da machen wir noch nichts. Katja, du gehst noch nicht weg, du gehst noch mal handeln. So, noch mal Überlegungen tätigen. Brauche ich. Haben wir getauscht? Könnten wir einen abgeben? Brauche ich. Werkzeug will ich nicht abgeben. Brauche ich. Filter brauche ich. Wir haben noch eine Reserve sogar, okay. Ich würde schon eher noch die Patrone abgeben, weil die... Ja, dann brauchen wir keine Knarre. Mindestens den einen Schuss. Nein, ich mache auch nicht interessiert, mache ich erstmal und gucke erst mit Marin, was wir noch bauen könnten. Ein Bett, ein Stuhl. Wäre jetzt alles nicht relevant. Da brauchen wir noch Elektroteile, hat er glaubt nicht. Und wir brauchen noch ganz viele Teile, um eine sichere Tür zu haben. Hier, können wir bauen. Nein, können wir nicht bauen, oder? Ich habe zwei und das ist das Maximum, oder was? Eine Falle für Kleintiere wird hergestellt, aber es geht nicht, oder was? Man kann maximal zwei herstellen. Gehe ich mal von aus, sonst wird das ja irgendwie noch auswählbar sein und das ist es nicht. Ofentechnisch müssen wir auch noch was tun. Da fehlen uns Teile, die brauchen wir noch. Den können wir auch nicht herstellen, wenn wir auch zwei haben, aber da fehlen auch noch die Teile. Mann. Schwere Entscheidung hier. Also wir brauchen definitiv Teile für den Ofen. Teile für die Tür und Elektroteile. Zahnräder brauchen wir dafür, aber dafür nicht. Zahnräder braucht man da zwei. 13 haben wir. Können wir also drei weggeben. Was wäre hierfür nur Elektroteile? Für alles, okay. Da brauchen wir noch 8 Teile. Oder 7. 1 haben wir ja. Gut. 7. Zahnräder können weg. Verlassen. Was ist hier, Maren? Ja, ein Sägeblatt müssen wir noch machen. Irgendwofür braucht man das, ich weiß nur nicht wo. Ich produziere es mal gerade einfach. Und wir gucken zu, dass wir jetzt Teile kriegen.
Erstmal ein bisschen schneller gescrollt. Zwölf. Das wäre das, was ich jetzt noch sagen würde, was ich nehmen würde. Und was können wir ihm dafür geben? Das ist die Frage. Das würde nicht reichen. Da können wir uns einigen. Ist was anderes, was ich hergeben möchte? Nein. So, jetzt noch überlegen. Nee, Zahnrad nicht, sondern wenn hier. Das reicht nicht mehr. Das reicht auch nicht mehr. Wenn normales Holz nicht reicht, wird das auch nicht reichen. Gut, den Handel schließen wir auf jeden Fall ab. Ist jemand an der Tür? Ja. Den können wir jetzt wegschicken. Katja kann dann gerade hier noch vorbeigehen. Das Essen da rausholen. Und Marin guckt zu, dass er jetzt noch einen Filter produzieren könnte. Vielleicht, weiß ich nicht, ob das jetzt das Richtige war. Ah, doch, drei Teile für den Filter haben wir, glaube ich, mehr gekriegt. Den stellen wir auch her. Da kann wieder ein Fleisch rein. Und dann die zweite Falle bearbeiten. So, das ist Pavel, dann ist Bruno hier, ne? Bruno geht nochmal schnell kochen. Ne, kochen geht Bruno. Katja macht die Falle noch voll. Und dann geht Katja ins Bett. So, hier können wir noch ein Update machen, wenn. Was brauchen wir dafür? Ganz viele Sachen, die wir alle nicht haben. Okay. Und da unten wäre noch ein Update möglich. Ah, stopp. Marin geht erst das da reinmachen. Das ist wichtiger. So. Die stellen wir her. Das geht auch. Katja geht nochmal ins Bett. So, den Ofen hatten wir schon geupdatet. Du gehst bitte noch was essen. Shit, der brauchte glaube ich gar nichts essen. Ah, das war jetzt wieder ein rausgeschmissenes Essen, aber vielleicht ist er dann länger satt. So. Wohlgenährt krank. Ah, wohlgenährt gibt's auch. Das ist ja schon mal gut. Der ist aber krank. Er geht plündern. Hungrig, verletzt. Sie geht also auch schlafen. Und hungrig, leicht krank, traurig, sehr müde. Ne, dann geht er schlafen und leider muss Bruno Wache stehen. So, das ist geklärt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer wohin geht, ne? Hier gab's noch was zu sägen, ne? Will ich jetzt aber nicht hin. Wir brauchen unbedingt, was denn hier? Eine große Menge Material, eine Menge Waffen, eine Menge Teile. Ich glaube, wir haben zurzeit genug zu essen. Okay, dann gehen wir mal dahin. Besetztes Haus, baufälliges besetztes Haus. Ja, gehen wir da hin. Wir nehmen das mit und baufällig besetztes Haus. Das nehmen wir mit. Ich glaube, das war's. Dann gehen wir plündern. Schauen wir mal.
Gut, hier draußen fängt schon an. Das ist ja cool, voll der Regen. Ich sehe noch niemanden. Und habe hier schon gleich tolle Sachen, nämlich diese drei. Ach komm, wir nehmen erstmal alles. Ist da jemand? Nee, aber wir gehen erstmal nach unten, weil das der einfache Weg ist, glaube. Darüber. Ich sehe keinen. Oh Gott. Holz und Teile. Also Rechtsklick hier geht bei mir übrigens. Und dann kann ich alles mitnehmen. Ich lasse es mal so und gehe weiter gucken. Lebensmittel wären mir noch wichtig mitzunehmen. Den Zucker aber nicht. Ist die Frage, ob hier noch jemand ist, ne? Nichts von, aber hier sind ja Teile ohne Ende. Die Tür gucken wir uns auch noch mal an. Da ist aber niemand. Dann gehen wir an der Tür gucken. Hier brennt's. Jetzt ist die Frage, ob sich da einer wärmt oder. Ja, da wärmt sich einer. Ich glaube auch nicht, dass das eine Gefahr für uns ist. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Komme ich denn dann hoch? Gar nicht. Ah, doch, da ist eine Leiter. Okay. Da sehen wir niemanden. Das heißt, wir gehen da rein. Und da oben ist was Abgesperrtes. Gut, dass wir die Sägeblatt mitgenommen haben. Ja, die Elektroteile nehmen wir mit. Zahnräder auch noch. Das Wasser brauchen wir eher. Wir haben gleich einen Platz frei. Den Zucker lassen wir hier. Nehmen das Wasser auf jeden Fall mit. Elektrische Bauteile. Ich mache es momentan so. Kurz noch ein Check, ob noch was mitgeht. Tut's aber nicht. Gut, dann gehe ich aber nach da oben erst. Da oben ist eine Säge. Gucken, was da noch zu finden ist. Nix. Achso, nee, da kommen wir ja nicht weiter wegen der Tür. So, das heißt, wir machen sie auf. Sieht nicht so aus, als ob sich hier unten was bewegt. So laut ist es ja auch nicht. Gut. Oh Gott. Wasser. Zucker. Zucker können wir jetzt auch mitnehmen. Okay, oder den Schmuck. Schmuck wäre ein toller Tauschgegenstand. Aber ich glaube, ich nehme den Zucker noch, den kann ich noch woanders auch noch angucken. Weil das ja. Sag schon. Zähne auf dem Stack gibt. So, das ist alles nicht mitzunehmen. Das, wir kommen auf jeden Fall hier nochmal hin, denke ich. Gehen jetzt da zurück und ich glaube, wir können auch jetzt hier gerade laufen. Der da unten, der hört uns nicht. Gucken hier rein. Sehe ich keinen. Da schauen wir mal, was die Lupe uns sagt. Emmerich, liebste Mascha, ich habe meine Unterlassung gefunden. Ich bin kein Lehrer oder Künstler mehr. Ich bin jetzt einer von Ihnen. Es gibt nicht viel zu essen. Einige meiner Freunde haben uns deswegen bereits verlassen. Aber mach dir keine Sorgen. Sobald ich meine Gemälde fertig bin, werde ich mir einen geeigneten Zuflucht suchen. Okay, alles klar. War jetzt nicht so spielentscheidend, ne? Dort ist
Niemand. Gehen da auch rein. Der Obdachlose da unten, was macht der? Nix. Das Wasser ist wichtig. Den Zucker können wir jetzt hier auch mitnehmen. Teile und Holz geht nicht mehr. Was steht da oben? Was sagt der da unten? Der sagt auch nichts. Ja, das ist ein Bild von dem. Jetzt gehen wir da mal runter. Er ist sehr hungrig. Können Sie mir helfen? Ja, alles, was ich habe, nicht. Tja, tut mir leid, Risha. Ich komme nächstes Mal wieder und dann bringe ich dir was zu essen mit. Gut, okay. Mache ich auf jeden Fall. Ich bringe dir auf jeden Fall was zu essen vorbei. Das ist Ehrensache. Dann gucken wir schnell noch hier. Zeit haben wir noch ein bisschen. Ja, du kriegst auch am nächsten Tag schon Essen, denke ich. So, die Tür ist offen. Gehen wir noch da hinten gucken. Brechstange müssen wir nächstes Mal auch mitnehmen dann. Wir brauchen hier eigentlich nicht mehr schleichen, ne? So, und da kommen wir bestimmt dann auch noch raus. Gut, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.